Auf und davon. Präsentiert von Edelweiss. Darf ich auch mal fahren, zum Ausprobieren? Der Papa macht ein Männchen. Nein, okay, ist schon gut. Viel Platz für Action und noch mehr Spaß. Direkt vor der Haustüre. Ein Rowdy. Ja, wie du. Ja, das. Aber eben, wenn du immer sagst, das darfst du nicht, das darfst du nicht, dann nachher können sie sich eher nicht so entwickeln. Seit einem Monat wohnt Familie Czarna in ihrem Traumhaus im Sobchoppy. Die Rheintaler sind an der Westküste Floridas angekommen. Man kann es immer noch nicht so recht glauben. Jetzt wohnen wir einfach am Meer. Mit einem Mobile Home, ihrem ersten Objekt, wollen sie ins Immobilienbusiness einsteigen. Es ist ungewohnt kalt im Sonnenstaat Florida. Und die Heizung ist ausgefallen. Ich habe nicht viel Stopp Petroleum, nein. Wohl klar, da unten, danke. Ah, jetzt brennt's. Auf und davon in die Einsamkeit Islands. Hier gibt es Ruhe, Raum und vor allem viel Platz. Ein Grundstück so groß wie 600 Fußballfelder gehört hier zwei Innerschweizern, Isabel und Steff Felix. Also wir haben gar noch nie alles lang gesehen, gar noch nie alles sehen. Bald schon sollen hier Tiny-Häuser für Gäste entstehen. Da kommst du etwa bis hierher, dann wäre da noch das Weg. Genau muss es ja dann sein, wenn wir dann wirklich das Fundament machen müssen. Das muss dann wirklich im Blei sein, das muss stimmen. Volksbahn ist gemacht. Auf Isländisch. Ein Restaurant auf Mallorca. Ottmar hat alles in diesen Traum investiert. Mit Gabor, seinem Partner, gestaltet er das Lokal um. Zur Unterstützung reisen Freunde aus der Schweiz an. Auch die bisherige Besitzerin des Lokals hilft mit. Dabei entstehen Missverständnisse. Vorne, die nehme ich mit. Ah, welche nimmst du mit? Habe ich gerade dreimal gesagt. Die kommen auf den Balkon. Wenn du etwas machen musst, dann musst du vorwärts machen. Bald schon ist Eröffnung und diese soll gelingen. Wir geben unser Bestes und das Persönliche. Ich bin sehr offen, so lustig. Und das, ich meine, in der Schweiz hat das die Leute sehr gerne gehabt. Auf Island ist der Spätsommer angebrochen. Mit der Ruhe ist es nun vorbei. Aus der Schweiz sind drei Container angeliefert worden. Ihr Inhalt? Bauelemente für drei Tiny-Häuser. Auch aus der Schweiz angereist ist Zimmermann Heinz Beer mit Frau Elisabeth. So, willkommen. Willkommen. Hallo. Hoi. Gut gereist? Ja, super. Super. Sehr krank geworden? Nein, gar nicht. Nicht? Der Heinz auch nicht? Nein, ja, alles wunderbar. Heinz? Salut. Freut mich, dass du gekommen bist. Ja. Ein bisschen Manpower. Hallo. Willkommen. Isabel. Hi. So. Gut gereist? Tipptopp. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Hallo. Hallo zusammen. Beers Mannschaft ist tags zuvor mit dem Flieger angekommen. Salut, Lars. Hi. Sammy. So. Seid ihr gut angekommen? Ihr Ziel? In drei Wochen sollen drei Häuser stehen. Wochenlang haben Steff und Isabel die Fundamente für die Häuser gelegt. 45 Kubik Beton verbaut und hunderte Meter Strom- und Wasserleitungen gelegt. Eine knochenharte Arbeit, selbst für Steff, den gelernten Steinmetz. Es ist schon ein Krampf geworden, weil die Zeit ist immer näher gekommen, weil die Holzbaufirma kommt und ich bin noch nicht so weit. Und es hat eigentlich drei Wochen trocknen, optimal. Und es ist jetzt wirklich eine Woche der letzte Beton gemischt vor. Wir jetzt fangen auf aufbauen und es ist einfach sehr knapp geworden. Aber das ist aber die Boden irgendwie sicherlich sollte nicht. Habe ich gelegt. Es ist eine drinnen da, wo hinter dem Haus eigentlich durchgeht, durch alles durch. Ja, das ist doch gut. Das sieht sehr stabil aus.
Das kommt gut. Jetzt sind wir da schön alles einmessen, winkeln, alles vorbereiten, dass wir den morgen nachher einfach, wenn der Kran da ist, dass wir den setzen können. Ihre Ferienlodge verfügt bereits über drei kleine Wohnungen. Eine davon heißt Himin, der Himmel. Herrlich. Hoffentlich haben wir ein bisschen Zeit hier für den Sie. Was mit euch? Ja, doch. Das hoffen wir schon, ja. Also. Du kannst das machen da. Ja. Gut, also. Ja. Wenn du eben Küche hast, aber die meiste Zeit werdet ihr sowieso bei uns sein wahrscheinlich. Und da wäre einfach mein Badezimmer. Wunderbar. Ja. Alles da, was man braucht. Ja, wenn etwas fehlt, einfach zu sagen. Merci, vielen Dank. Mit dem Wasser ist wahrscheinlich auch kein Problem, gell? Du lachst jetzt, aber letztes Jahr hatten sie ein Problem mit dem Wasser. Also ich? Ja, der Sommer war zu warm. Ja. Und es hat kein Wasser mehr gehabt. Also wir müssen auch hier wahrscheinlich noch müssen Bohrungen machen. Dass wir noch Wasser bohren müssen. Ja. Merci vielmals, ja. Mit der Erweiterung ihrer Lodge werden sie noch mehr Wasser brauchen. Auf Island ist jeder Hof selbst dafür verantwortlich. Eigenständigkeit und Weite, das haben die Schweizer gesucht. Ihr nächster Nachbar lebt einen Kilometer weit entfernt. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen sind die beiden schnell Teil der lokalen Gemeinschaft geworden. Wir haben jetzt hier die 100 Leute, die hier hinten im Tal wohnen, hier drei Höfe noch weiterführen. Und die 100 Leute, das ist schon eine rechte Family. Also da weiss jeder, jedes über jeden. Und Facebook weiss sowieso alles, weil jeder postet alles drin. Und ich glaube, da kann der Nachbar noch so im Scheissdreck sein. Wenn du Hilfe brauchst und den fragst, dann kommt der. Morgen soll nichts schiefgehen. In 24 Stunden schon soll nämlich das erste Tiny House aufgerichtet sein. Gut, morgen ist es soweit. Jetzt sind noch ein paar Sachen, die wichtig sind, die wir noch zusammen anschauen sollten. Wir machen es so, Sammy, du tust Container anheichen. Du hast es ja eingeladen bei uns zu Ostermundigen. Dann weißt du gerade, was wo drin ist, was wie verladen ist. Dann kannst du nachher den Tieren vorweg Material rausgeben. Steff, würdest du Sammy helfen im Container, weil das beim Ausfädeln ist relativ schwierig, dass nichts kaputt geht. Und mit dir oben her, dir zu montieren, und schauen, dass es so ein bisschen nicht schnell hin und her, dass wir die richtige Reihenfolge haben. Also, dann packen wir es morgen. He? Yes, so, ja. Go! Das Brisas del Mar, zu Deutsch die Meeresbrise. Das ist Ottmar Gemperlis Restaurant. Wochenlang haben sie es umgebaut. Morgen endlich ist die Eröffnung. Gabors ehemalige Chefin ist samt Freund zur Unterstützung auf die Insel gereist. Nein, ich bin gespannt wie den Regenbogen, vor allem wie viele Leute das kommen. Das nimmt mich Wunder, ja. Wir müssen aber zuerst fertig werden. Gut. Ja. Gut. Voilà. Hey. Langsam steigt die Nervosität. Nur wenige Minuten vom Lokal entfernt ist das Meer. Gabor Balog kommt ursprünglich aus Ungarn. Er hat schon in London und in der Schweiz gelebt. Das war immer meine Träume, irgendwo zu leben, wo gibt Meer. Weißt du, wie soll ich sagen, in Ungarn leider. Dort ist nicht so. Ich meine, dort haben wir nicht so viel Chance zum Meer sehen. Und das habe ich nie gedacht, dass ich werde in meinem Leben erleben. An der Gala Agulha findet er Sand für die Windlichter. Oh, zum Glück, Ottmar hat nur eine Beste, hat nicht zweimal.
So, hola. Alles gut. Oh. Flug meine Hand. Rot. Schnitzel vom Schweinerücken. Das ist der Klassiker des Restaurants. Marian kocht seit 9 Jahren schon im Brisas. Ottmar ist froh, dass er ihn behalten konnte. Aber auch der erfahrene Koch ist ein wenig nervös. Das ist der primer plato. Y después ya esperamos que todo bien. Y primer día viene mucha gente. Alle sind im Schuss. Besonders Gabor ist voller Tatendrang. Und dann passiert's. Gabor ist gegen die frisch geputzte Scheibe gerannt. Ihr habt die Aufkleber von dem Fenster abgemacht. An dem Fenster, da waren überall Aufkleber. Was für Aufkleber? Da waren Aufkleber, willkommen und so weiter. Diese Aufkleber sind nicht nur da, weil die schön sind. Die sind da, weil das Pflicht ist, Aufkleber auf Fenster zu haben. So was ist nicht passiert. Seht ihr das wieder davor mit dem? Wir brauchen Aufkleber und wir brauchen Kinderschutz, damit keine Kinder unten sind. So ist gut. Ist gut, Schatz. Mhm. Corinna, sorry, was ist los? Was ist los mit deiner... Kommst du her und machst Boom? Nein, es sind einfach Sachen... Ja, aber dann kannst du es mit mir normal besprechen. Ja, sorry. Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich die Aufkleber einfach runtergeholt habe. Ja, das ist jetzt passiert. Ja. Ja, jetzt hat er sich wehgetan. Ja, aber dann musst du nicht so kommen. Sorry, habe ich keine Lust für das. Ich? Ja, nein. Du? Hier sollten die Tische stehen bleiben, weil die Gäste hochsitzen wollen. Machst du nicht. Ich habe gesagt, da ist eine Uhr. Das ist Basiskenntnis für Restaurant und Bar, dass man keine Uhr hinter der Theke hat, um Leute daran zu erinnern, wie spät es ist. Machst du trotzdem. Ihr macht alles, wie ihr wollt. Ist ja auch gut. Ist nachher euer Laden. Ja, das können wir doch normal besprechen. Normal. Ja. Normal. Ja, nachdem ich Leute verletzt. Super. Alles schon gesagt. Der Golf von Mexiko liegt gut 10 Minuten von Charnas neuem Daheim entfernt. In Florida ist es Winter und die Nächte sind bitterkalt. So kalt war es während der letzten 30 Jahre nicht. Trotz der Kälte, ihr neues Familienmitglied, Hund Rocky, muss raus. Mario wollte schon immer einen Hund haben. Hier hat er endlich Zeit dafür. Vor 2 Wochen haben wir Tierheim haben wir den Rocky gesehen dort. Und ist aber ein Bootsliebhaber. Er ist so anhänglich und so auf uns bezogen gewesen, von der ersten Minute an. Der ist in den Pickup reingegumpelt und hat im Fussmatt und hat gerade geschlafen. Also, wie wenn er schon immer zu uns gehört hat. Einmal mehr, auch in ihrem Traumhaus, macht die Heizung Probleme. Gehen wir schauen. Die Heizung hat sie wieder tun. Hä? In Florida heizt man mit der Klimaanlage. Okay. Da ist eben das Sorgenkindli. Also, Sorgenkindli, sie tut dann auch gut, aber. So unter 3-4 Grad plus friert da immer Verdampf rein und dann nachher, kommt anstatt warm, kommt kalt rein, oder? Und der stellt dann auch nicht selber ab. Also wenn man den Zeitpunkt verpasst, wo es da außen gefriert, dann nachher kühlt die Hütte innerhalb von 10 Minuten ab auf 10 Grad inwendig. Die Nächte sind wohl kalt, doch kaum zeigt sich die Sonne, wird es im namhaften Sonnenstaat schnell warm. So, ich will wieder warm werden. Okay, gut, bin ich froh. Jetzt mag sie wieder nach. Gut. Mami! Ich habe nicht gerne kalt. Und mich nervt das. Ich bin aber so in Schichten angelegt und ziehe den einen nach dem anderen im Laufe des Tages.
Morgen hat Lily Rose ihren ersten Schultag. Mit großer Begeisterung besuchte sie in der Schweiz die erste Klasse. Doch nur 7 Wochen lang. Dann ist die Familie ausgewandert. Hast du noch Maroni gesammelt oder Kastanien gesammelt in der Schweiz? Ja, alles andenken. Schau mal rein. Mal schauen, ob die Kinder auch so einen Rucksack haben oder ob die keinen Rucksack mitnehmen. Hey! Das wissen wir noch nicht. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall einfach den Rucksack mit. Zeig mal da rein. Jetzt noch. Was hast denn du da wieder Blätter gesammelt? Alles muss perfekt sein. Ja, ich habe das nicht gern, du weißt das. Ich glaube, ich tue da schnell ein bisschen raus. Oh. Okay, dann hol's. Ja, wo ist denn deine Schere? Lily Rose steht vor einem neuen Lebensabschnitt. Und die ganze Familie fiebert mit. Auf Island haben die Zimmerleute ein Ziel. Heute soll das erste Tiny House stehen. Element für Element verlässt den Container. Jetzt geht es eigentlich dann erst richtig los. Ja, das sehe ich noch nie mehr, gell? Kaum angefangen. Und schon kommt die erste Bodenplatte perfekt auf Steffs Fundament zu liegen. Muss man den noch mal mit dem Brettli durchschieben? Gleichzeitig läuft der Gästebetrieb. Yes. Es ist gerade oben. Gut. Ja. Gut. Und wo, also nein, nachher gehen wir dann Richtung Akureyri rauf oder Husavik. Oder was ist denn der nächste? Miwatten. Ein Ehepaar hat für eine Nacht eine Wohnung gebucht. Jetzt ist die Hengifoss Lodge voll. Das wäre ich ein Zimmer. Aus 55 Bauelementen setzen die Arbeiter ein Häuschen zusammen. Der Bau kommt gut voran. Das wäre genau 35 ist geil, sie lassen 30 bis 30. Das darf fast noch etwas grösser sein. Wobei, es reicht eigentlich mehr als noch. Es kommt eine kleine Küche, ein Aufenthaltsraum, WC, Dusche. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Und obendrauf ist Schlaf, keine Hütte. Und meine, die jetzigen Apartments sind kleiner. Du bist schon zu weit drinnen. Du nimmst ein bisschen Löpfen. Ein riesiges Bauprojekt auf Island. Manchmal kann es Isabel kaum fassen, wohin sie das Leben verschlagen hat. Ich habe mir das nie im Leben geträumt, dass ich mal einmal auf Ausland werde auswandern und Häuschen bauen. Oder? Also das ist natürlich schon extrem speziell. Und ja, wir haben wirklich Freude. Also, auch, dass wir wirklich alles auf Termin gebracht haben und dass wirklich alles funktioniert und dass es läuft. Nein, wir sind zufrieden. Gell? Der Schaffer kommt auch, gell? Ja, wir haben auch für ihn eingerechnet und eingetischt. Es versteht sich von selbst. Die Arbeiter werden verpflegt. Das ist aufwendig und muss gut geplant sein. Es lohnt sich für uns nicht. Wir fahren eine halbe Stunde bis zum nächsten Einkaufsladen. Und wenn wir dann nur wegen dem Brot schnell eine halbe Stunde Fahrzeit einrechnen müssen, ist das natürlich dann für uns eigentlich der gäbigere Weg. Wir machen es lieber selber. Wenn wir auf dieser Insel sind, ist ein Krampfen angesagt. Ja. Pane. Der kleine Zwischenfall auf Mallorca hat für viel Aufregung gesorgt. Gut, dass die Zeit fehlt, um sich lange zu ärgern. Ich kann für morgen schon reservieren. Ja, ich würde gerne für morgen reservieren. Na, wie geht's? Mir gut, ihr auch? Ja, mir auch. Wie viele wollt ihr denn kommen morgen? 15 Leute? Wie spät wollt ihr denn kommen? 19 Uhr. Kriegen wir das hin? Ja. Ja.
Kochschacht ja. Wir sehen uns morgen. Tschüssi. Es hat eine Aussprache gegeben und diese wird nun mit einem Essen gefeiert. Sowieso. Gábor ist glücklicherweise mit einem kleinen Schrecken davongekommen. Ich fühle mich nicht mehr so ausgeschwollen. Aber hier noch ja. Das kann man passieren. Ich habe mich heute einfach nur erschreckt. Ich denke, nein, nicht einen Arbeitsunfall schon vor wir aufmachen. Also da habe ich einfach einen Schreck bekommen. Und da habe ich dann einfach kurz reagiert, so, warum? Aber gut. Ja. Beide wollen eigentlich wirklich nur das Beste für das Geschäft. Und das haben wir jetzt eigentlich mit unserem Gespräch auch so besiegelt. Und das bauen wir so auf, mit allen Sachen. Und wir haben eigentlich jetzt auch für uns persönlich auch das eigentlich gelöst. Ja. Danke vielmals. Ja, mach ich. Morgen geht es los. So, Essen ist fertig. Wow! Die Stimmung soll fröhlich sein. Ja. Schau dir den Kartoffelsalat an. Danke vielmals für alles. Zum Wohl. Einen guten Start für uns morgen. Ja, komm jetzt alle miteinander in die Mitte. Auch in Florida herrscht große Vorfreude. Endlich ist es soweit. Der erste Schultag im großen Amerika. Schon vor ihrer Auswanderung haben sich die Eltern viel Zeit genommen, um eine gute Schule für die Kleine zu finden. Es ist schon speziell hier in so einem fernen Land. Alles ist anders. Das Schulsystem ist total anders. Die Schulen sind komplett anders aufgebaut. In der Schweiz hat sich schon etwas eingespielt. Dort ist sie im Kindergarten, nachher die erste Klasse schon angefangen. Es ist schön eigentlich rumgelaufen. Und hier muss man jetzt halt schauen, wie es funktioniert. Es ist schon eine leichte Anspannung auch bei mir umeinander. Sagen wir noch Tschüss. Lily Rose weiß, die ganze Familie unterstützt sie. Das gibt Sicherheit. Tschüss, Schatz. Bis nachher, Mami. Kommt nachher grad wieder, gell? Tschüss. Bis später. Sonne blinkt. Hi, Lili Rose, wie viele Mal sind wir hier vorbeigefahren und haben gesagt, schaut hier, eure Schule, bald könnt ihr gehen. Oh, da ist zu. Okay, ja, dann müssen wir vorne rein. Huh? No parking, okay, dann parkieren wir mal irgendwo anders. Achtung, Schätzchen. Good morning. Good morning. Die Medrad Elementary School hat die besten Bewertungen in der Umgebung. Morgen schon wird Lily Rose ganz amerikanisch mit dem Bus zur Medard fahren. Sie hat schon auf dem Gang aus zwei Mädchen kennengelernt, die mit ihr in der Klasse sind. Und dann hat sie schon gestrahlt über beide Ohren. Also ich glaube, das geht ganz schnell, bis sie dort neue Freundinnen hat und sie sich richtig wohlfühlt. Also ich glaube, ich habe da gar keine Bedenken, wirklich. Und dennoch wird der Tag in einem kleinen Drama enden. Also das wäre, glaube ich, einer, den ich gerne nehmen würde. Der kommt mir noch so ein bisschen als Favorit vor. Ein Bäumchen für die Aufrichte aus dem eigenen Wald. Es hat so viel. Ja, es gibt zwei Varianten, den kleinen oder den grossen. Aber bei mir muss immer alles ein bisschen gross sein. Das heisst dieser. Darum nehmen wir jetzt den. Jetzt schnetzeln wir den Kleinen. Zack.
100 Hektar, ein Viertel des Grundstücks der Schweizer, ist bewaldet. Die Tanne ist Symbol für Standhaftigkeit und Langlebigkeit. Es ist noch nicht Abend und das letzte Teil, der Dachfürst, ist aufgesetzt. Dürftest du, glaube ich, noch ein bisschen, oder nicht? Einer dran ist mehr. Sehr, sehr schön. Hier hinten haben wir noch, machen wir auch mehr schräg noch. Mhm. Mehr schräg noch, mehr Platz machen. Jeder Handgriff sitzt. Der Bau ist gelungen. Das macht die Küche. Ja. Das ist ein schöner Platz. Ich kann mir das jetzt schon vorstellen, wie es eingerichtet ist. Ich sehe es eigentlich jetzt schon, wie es aussieht. Ja. Du hast einen guten Platz, du kannst auch hier unten oder drüber laufen. Siehst du? Wenn ich so bin, hast du einen guten Platz. Du gehst eh nur zum Schlafen. Ja, klar. Das ist ja nicht ein Aufenthaltsraum. Nein. Der Tradition entsprechend schmückt Elisabeth den Richtbaum. Oh, jetzt hat es hier noch ein bisschen Spöhn. Sind Spöhn geflogen? Ja, musst noch ein bisschen mehr zum Sammy über. Ist gut. Ja, ist prima. Bravo. Oh. Ja, wir haben die erste Hütte. Ja. Schön, ja? Schön. Schön. Viel Krampf gesehen. Am Rande des Dorfes Gala Rayada haben die beiden Auswanderer eine kleine Wohnung gemietet. Meine Uhr. Heute ist der große Tag. Ohne großes Tamtam wollen sie ihr Restaurant, das Brisas del Mar, eröffnen. Ich habe gerne die Sonne, gell? Gut geschlafen. Wir sind gut vorbereitet und es hat eigentlich gut alles. Aber nervös jetzt gerade nicht. Vielleicht, wenn wir ins Restaurant fahren, dann vielleicht schon. Weil gestern oben ist uns auch noch Zink und Brot haben wir nicht organisiert. Haben wir dann kurzfristig noch organisieren können, dass wir dann auch wirklich starten können. Ja, es sind Haufen Sachen, wo du einfach wieder daran denken musst, um den Betrieb hochzufahren. Für Ottmar wird nun ein Traum wahr. Ein eigenes Restaurant auf seiner Lieblingsinsel. Während Jahren hatte er im Luzernischen schon ein Restaurant geführt. Der Profi erkennt gute Mitarbeiter. Mariam ist einer davon. Nur für Gabor ist alles neu. Völlig unspektakulär nimmt der erste Tag seinen Lauf. Aber jetzt hatten wir offen. Können die Leute kommen? Keine 5 Minuten vergehen und schon sind die ersten Gäste da. So, zweimal Cola. Danke schön. Alle sind auf Trab. Marianne, der erste. Erste Bestellung. 2 Salat Caprese. Vielleicht wäre auch gut, wenn jetzt ihr. Hätte ich auch noch. Also weißt du, so, dass sogar ein bisschen. Oder mal zwischendurch, wenn Leute durchlaufen, animieren. Also weißt du, dass ein bisschen noch Leute aussehen? Wollt ihr mir ein Bier oder so? Bringst du mir auch mit Trinken, das Küppli oder so? Mehr und mehr füllt sich das Lokal. Einmal komplett aufmachen, in einem Mal. Nicht warten. Komm. Ja, sein. Der Rest muss Schaum sein. Nee, warte. Nein. Du darfst nicht noch mal aufmachen, weil da kommt nur Schaum raus dann. Geht's ab? Ja. Also ja, mit dem Tablett hat er das Gleichgewicht. Ne? Das ist am Anfang natürlich immer ein bisschen unsicher am ersten Tag, aber das ist auch normal. Aber ich denke, so innerhalb der ersten Woche, da tanzt dann nachher Ballett mit dem Tablett. Corinna führte das Brisas während Jahren. Nun ist es ihre letzte Saison. Marianne, das musst du hier. Oder? Nur so. Tapas. Jetzt ist es stressig ein bisschen, weil ich weiß nicht, was wo ist und wie.
Und ja. Schauen. Tisch 9, bitte. Tisch 9. Tisch 9. Tisch 9. Soll ich helfen? Ja, Brot habe ich. Brot. Mhm. Alles hinstellen und dann wisst ihr wie was. Passt. Passt. Wir haben getauscht. Guten Appetit. Dankeschön. Endlich Zeit für eine kurze Pause. Ich habe für viele Leute gesagt, also mit der Tablare halten, meine Hand ist so zittert. Ich habe gesagt, Entschuldigung, das ist mein erster Tag. Und alle haben verstanden, es gibt keine Probleme, ist alles gut. Gegen Abend sind auch die Stammgäste da. Wer hat die Spaghetti? Darf ich so? Wir haben sehr chaotisch gestartet am Mittag. Es war ein bisschen wirrwarr. Jeder hat etwas gemacht und es, ist irgendwie, ja, es hat irgendwie funktioniert. Ja, wir haben halt nicht so wirklich Schule gemacht, also für den Gabor vor allem und auch für mich. Ich meine, mit dem Kassensystem und wo was ist, Getränk und so, wie sie es gemacht hat, haben wir noch keine. Ja, wir haben noch nicht gewusst, genau, wo sie alles das Zeug hat. Und das hat halt ein bisschen Chaos verursacht. Was man jetzt schon am Abend bedeutend merkt, hat sich schon beruhigt. Der Gabor weiss auch schon viel, wie es funktioniert. Wir haben schon viel jetzt wieder optimiert. Ja, und es ist eigentlich eine gemütliche Stimmung. Ottmar ist sichtlich entspannt. Die Eröffnung ist geglückt. Im Mobile Home in Alligator Point wird heftig gearbeitet. Nur Ruby Sue ist für einmal gelangweilt. Die Schwester hat heute einen großen Schritt in die Welt gemacht. Sie aber muss bei den Eltern bleiben. Immobilien kaufen, renovieren, vermieten oder gar weiterverkaufen, das ist Melanie und Marios Geschäftsmodell. Das Mobile Home ist ihr erstes Objekt, das sie schon bald vermieten wollen. Da muss ich noch fertig malen und dann muss ich eben da hinten durch die Wand blättern. Also blättern und malen ist immer meine Aufgabe. No problem, oder? Dann tun wir, ja, die ist noch schön. Die ist noch gut, die ist neu. Dann kriegen wir da noch einen Container. Die beiden sind handwerklich begabt, machen am liebsten alles selbst. Und da habe ich eben geblättert im Frühling. Und da müssen wir aber noch die Silikonfugen, die sind uns gar nicht gut gelungen im Frühling. Da müssen wir dann noch mal wegmachen und neu machen. Ja. Wir lernen auch immer dazu. Oh, Herrgolani! Ist da rutschig. Nur viel Zeit bleibt ihnen nicht, denn alle, die ganze Familie, will dabei sein, wenn Lily Rose Schulschluss hat. Wenn sie dann, die Schule aus haben, dann kann der ein oder andere das Kind aufladen. Dort vorne. Wo sie noch nicht in die Schule gegangen ist, haben wir das schon ein paar Mal beobachtet und immer gesagt, in dieser Schlange stehe ich ganz sicher nicht und warte auf dich. Hi! Wie war es? Wie schön. Hat es dir gefallen? Ja. Hoi. Wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Ja, hoi, Schätzchen.
Amerika? Gut. Es sind ganz viele Kinder in eurer Klasse. Ja, aber mehr Mädchen als Buben. Ja, ja, ich weiß. Ein aufregender Tag. Doch die große Überraschung kommt erst noch. Schinken, Speck, Zwiebeln. Steff war Truppenkoch im Militär. Er weiß, wie man hungrige Männer verpflegt. Das Kochbuch der Schweizer Armee hat er auf Mann. Für Isabel ist es eine neue Erfahrung. Ich bin überhaupt nicht gewöhnt, für so Mengen zu kochen. Das ist schon noch eine Herausforderung für mich. Ja. Und ja, wenn man auch sonst nicht wirklich ein Top-Koch ist, wie ich jetzt, ja, ist das schon. Man will es halt einfach gut machen, dass es sicher genug hat und dass es auch noch schmeckt dazu. Die Fahrt bis zum nächsten Supermarkt in Egilstadir dauert gut 30 Minuten. Die Tage der Auswanderer sind während der Bauarbeiten eng getaktet. Für einmal hilft Steff nicht beim Bau mit. Er bereitet die Ferienwohnung für die nächsten Gäste vor. Ich habe nicht so viel Zeit. Und wenn ich so Zeug mache, dann muss das tiefig gehen. Das ist Serienarbeit. Und das geht so in einer Fabrik. Aber ich mache das noch gern. Und ich tue so diese unterstützen. Ich muss irgendwie einfach da vorne noch um den Pfeiler herumkommen. Dann ist gut. Ja, hilfst du mir schnell? Ich mache hinten auf. Ja. Drei Schubkarren voll mit Essen haben die beiden Frauen gekauft. Ja. Kannst du nicht, glaub nicht reinfahren? Nein, das machen wir jetzt so nicht. Es ist noch nicht aus, müssen wir mal gehen. Obwohl Steff die Einsamkeit in Island gesucht hat, mag er es eigentlich auch, wenn etwas läuft. Der Eventmanager hatte jahrelang während der Freizeit Gäste verwöhnt. Ja, das ist schon so ein bisschen. Heute Feeling ist immer schön. Und ich habe ja das Paradiesli im Planerland und habe dort bis 7 Gäste betreut über das Wochenende mit Schneeschuhen laufen und für sie gekocht und alles Mögliche gemacht und gemacht und Partys. Und ja, es hat mir immer mega Spass gemacht, wenn Gäste rum waren. Und ich koche auch gerne für Gäste. Das ist für mich wirklich nicht das Problem, aber gleichzeitig bauen und arbeiten und putzen und noch richtige Gäste, nicht Arbeiter, ist halt dann schon relativ viel. Das Wichtigste stimmt. Langweilig wird es ihm bestimmt nicht. Sobald die Arbeiter abreisen, müssen sie mit dem Innenausbau loslegen. Auf Mallorca beginnt nun der Alltag. Ottmars neuer Arbeitsweg. Gerade mal 10 Minuten rollend unter der spanischen Sonne. Und das im März. Die Eröffnung war auch finanziell ein Erfolg. Corinna und ich haben zusammen den Abschluss rausgelassen. Es war so etwa 12:30 Uhr. Was haben wir gemacht? Knapp 2000 Euro. So für den ersten Tag. Diese zwei Frauen hier gestern, ja, hat gesagt, oh, wir möchten nicht nach Hause gehen. Darf ich dir hier etwas empfehlen? Ich würde das so machen, weil dann können die Leute so ein bisschen laufen. Mhm. Ihr Restaurant haben sie schon früh im Jahr eröffnet. Nach all den Auslagen brauchen sie endlich Einnahmen.
Jetzt ist gut. Guten Morgen. Morgen. Für Adina beginnt die 7. Saison im Brisas. Die gestandene Kellnerin gibt Otmar Sicherheit. Oh. Wo ist meine Lehrmutter? Doch am zweiten Tag bleibt es ruhig. Sehr ruhig. Das heißt gar nichts. Die Leute sind bei dem schönen Wetter unten, ist Markt. Es ist Markttag, die Leute gehen runter ins Dorf. Und auf dem Rückweg kommst du dann hier Mittagessen, Kaffee trinken. Ab dann geht's eigentlich erst los. Das ist Samstag so üblich, vor der Saison. Es geht eigentlich erst richtig los, Ende April, Anfang Mai. Da kommen dann die großen Gruppen. Viele Urlauber sind da. Ja. Das erfahrene Personal nimmt es gelassen. Diese Ruhe hat Otmar, der neu auf der Insel ist, nicht. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Ich hoffe, dass sich das Restaurant wieder füllt und dass wir einen Haufen zufriedene Gäste haben. Doch so richtig will sich das Brisas am Tag nach der Eröffnung nicht füllen. Hallo. Hola, buenas. Ein ereignisreicher Tag geht in Florida zu Ende. Mit großer Begeisterung ist Lily Rose in ihr Abenteuer, Schülerin einer amerikanischen Elementary School, gestartet. Doch bei den Hausaufgaben hat sie große Mühe im Rechnen. In der Schulmappe finden die Eltern den Grund dafür. Oh. Sie ist in der zweiten Klasse, nicht in der ersten Klasse. Okay. Darum ist es bisschen... wahrscheinlich dann noch mal reden, ja, mit der Schulleiterin. Das müssen wir dann noch mal besprechen. Ich weiß es nicht, wieso dass sie in die zweite Klasse gekommen ist. Weil, wenn ich so die Hausaufgaben anschaue, ich weiß nicht. Ja, das ist nicht so einfach. Ich glaube, es ist gerade ein tricky, finde ich. Also, weil, wie viele Monate war sie in der ersten Klasse? Ja. Zwei Monate? Der erste vom sieben August. Und noch der sieben Wochen war sie in der ersten Klasse. Gewesen. Und ich weiß nicht, ob das so ganz so eine gute Idee ist, wenn ich da die Rechenaufgaben anschaue, dass sie da jetzt gerade in die zweite Klasse gekommen ist. Müssen wir mal schauen. Das ist die einzige Hausaufgabe, oder? Ja. Nur das, ja. Die Kleine ist in der falschen Klasse. Für Lily Rose bricht eine Welt zusammen. Alles gut. Ich glaube, wir lassen die Übung sein, weil ich glaube, das ist viel zu viel verlangt für sie. Das ist echt viel zu viel verlangt. Wir müssen mal mit ihnen reden. Okay. Schatzi. Du musst nicht traurig sein. Das ist wirklich nicht deine Schuld. Gell? Du musst nicht meinen. Ich bin hergekommen und habe das gerade gemacht. Und extrem schnell und gut. Nein, Schatzi, das musst du nicht können, gell? Du hast mir das glauben, das musst du nicht können in deinem Alter. Gut, gell? Müssen wir halt morgen vor der Schule schnell anrufen. Und in der nächsten Folge von Auf und Davon Oh, Schulbus! Überstürzen sich die Ereignisse. Nein. Oh Gott. Thank you so much. Lily Rose darf endlich Schulbus fahren. In welche Klasse wird sie wohl eingeteilt? Und Chalmers expandieren. Ihr neuestes Objekt, ein Apartment direkt am Meer. Melanie treibt ihr eigenes Business voran. Hochzeiten am Strand ausrichten. Auf Mallorca nimmt die Saison langsam Fahrt auf. Nur Gabor ist allein. Otmar hat eine heftige Krise und ist in die Schweiz zurück. Du hast keine Energie für nichts zu bewältigen. Für Gabor eine schwierige Situation. Ich vermisse ihn sehr. Wir waren immer zusammen. Diese acht Jahre lang, wir waren überall zusammen.
Auf Island wird weiter hart gearbeitet. Die Möbel für die Tiny-Häuser sind da. Muskelkater haben wir schon lange nicht mehr. Die sind stark geworden. Und mit dem Schnee fängt für die beiden die Badesaison an. Das ist Island. Aus steigen ein, fliegen mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr hin. Aus Island hier alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch auf und davon. Auf und davon. Präsentiert von Edelweiss.